So, meine Lieben, da sind wir wieder. Willkommen zurück zu Let's Play die Gilde 3 in der Early Access. Wir sind wieder am Start und mit unseren beiden Kryptas natürlich beschäftigt. Wir müssen noch das ein oder andere tun. Ich habe schon mal den ein oder anderen Screenshot gemacht, auch wenn ich wahrscheinlich über den Tag noch mal ein paar mehr machen werde. Denn die Sonne gefällt mir nicht. Das ist alles viel zu gelbstichig im Moment. Aber trotzdem, also wunderschöne Aussicht, muss man ja mal so sagen. Die haben sich echt Mühe gegeben und man merkt auch, man kann flüssig durch das Spiel scrollen, ohne dass es großartige Probleme gibt. Und das ist einfach nur genial. Das ist einfach nur schön. Als nächstes müssen wir 2500 Einkommen ausgeben, sprich Goldstücke, um den Beisassen zu erwerben. Und dann haben wir noch den Bürger. Und für den Bürger brauchen wir 4000 Goldstücke sowie natürlich auch ein bisschen was an Einfluss. Das heißt, ich bin froh, dass unsere schwangere Frau jetzt durch die Gegend rennt und ebenfalls Einfluss generiert. Und dazu könnten wir noch vielleicht den ein oder anderen Betrieb irgendwann bauen. Aber wahrscheinlich werde ich mich erst auf einen neuen Meistergrad beschränken und einer anderen Tätigkeit, um noch ein bisschen mehr Geld zu machen. Was nehmen wir denn da? Nahrungsmittel, Nahrungszubereitung? Dafür brauchen wir erstmal nur 500 Einfluss. Das geht, das können wir uns leisten, das ist okay. Mit dem Einfluss könnten wir dann auch ein bisschen mehr noch machen, aber wir können nicht ganz so viele Betriebe haben. Mit dem Freisassen glaube ich gerade mal 3 Betriebe. Da haben wir 1, 2, 3 und dann den vierten nachher mit dem Beisassen. Das heißt, wir könnten jetzt noch einen Betrieb haben. Puh, aber da müssten wir uns gut entscheiden. Bürger auch nochmal ein Betrieb, ein Betrieb, ein Betrieb. Also man sieht das immer unten bei den goldenen Symbolen. Betriebslimit plus 1, Prozesslimit plus 1, Schergenlimit plus 1 und so weiter und so fort. Betriebslimit, Betriebelimit 2... 1, 1, 2, 1, 2. Das heißt, es ist begrenzt, wie viele Betriebe man haben darf. Und das ist natürlich sehr interessant. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich habe echt gedacht, wenn man nachher Reichsfürst ist, kann man so viele Betriebe haben, wie man will und einfach die ganze Stadt aufkaufen. Aber nein, wir müssen die ganzen Leute abfackeln, anders geht's nicht. Ja, es wird schön, da freue ich mich schon drauf. Da wir sowieso gerade in der Schattenkunst unterwegs sind, könnten wir auch Räuber werden oder Spielmann. Ich hätte Bock auf Spielmann, muss ich ganz ehrlich sagen. Bestätigen. So, Spielmann Stufe 2 würde mehr in der Unterhaltungskunst geben. Ansehensbonus haben wir schon mal plus 1%. Bei dem Totengräber haben wir jetzt Schädellampe und Gräber plündern. Cool. Total cool. Einschüchtern plus 1. Schattenkunst 1. Heimlichkeit plus 1. Und Aufmerksamkeit sowie Heimlichkeit plus 1. Also wir können tatsächlich wesentlich besser im Schatten agieren und Leute bestechen, fertig machen, wenn wir denn diese ganzen Talente noch mit reinbringen. Wir haben einmal natürlich das, was wir mit den Betrieben machen können. Das sind immer diese ersten drei. Und wenn sich das dann abzweigt, dann haben wir die Möglichkeit, die Kampfeskunst zu erhöhen oder Veteran zu werden und Vandalismus dann durchzuführen. 20% Ansehensbonus gibt es auch noch mit dazu, wenn wir Veteran plus 2 haben. Aber dafür müssten wir mindestens schon Baron sein. Ihr seht, das ist rot. Haben wir nicht, genauso wie 35.000 Goldstücke. Das dauert eine Weile, bis wir soweit sind. Jetzt werden wir erstmal gleich unser Spielmannszeug weiter nach oben bringen. Ich weiß nicht, ob wir für den Spielmannszug, ja, ein neues Gebäude brauchen, offensichtlich. Spielmannszelt. Es dauert eine Weile, bis wir das kriegen können. Kann in einem Dorf gebaut werden. 4 Lagerslots, 100% Produktivität, 2 Gebäudeschutz und 20 Lagerfläche. Ich bin gespannt, was wir überhaupt lagern können, außer Musikinstrumente. Ich glaube nicht so viel, oder? 1500 brauchen wir dafür. Das dauert eine Weile, bis wir das kriegen. Ich finde natürlich, dass die Krypta an sich mit ihren 2 Stufen relativ schwach ist. Also da kriegen wir jetzt nicht wirklich viel raus. Und die paar Lampen, die wir verkaufen, beziehungsweise Knochenarmbänder, dann können wir auch drauf verzichten. Komm. Erhöhe mal die Geschwindigkeit. Ich brauche mehr Geld. Der nächste Tag muss kommen. Ich muss auch irgendwie meine Kinder finanzieren hier. Wir müssen zur Schule gehen. Aber das dauert wahrscheinlich. Sommer 1410. Unsere Frau ist schon 2 Jahre schwanger. War das die Musik für unser Kind? Ja, Bruno. Nee, das könnt ihr vergessen. Ich nenne ihn... Wieso und Elise sind stolze Eltern von... Jemand hat euch gelobt. Ach, sei ruhig. Ich überlege gerade nach einem Namen. 1 Uhr morgens und alles von Chris. So. Der ist ein bisschen kräftiger, der hat auch sehr gute Aufmerksamkeit, ist auch mit dem Geschick ganz gut dabei. Klugheit und Charisma sind nicht ganz so hoch, aber das ist in Ordnung. Sehr schön.
Darauf habt ihr lange gewartet. Der Tod eines entfernten Verwandten bringt euch eine Erbschaft von 7 Goldstücken. Wir sind reich, Leute. 2 Uhr morgens und alles in Ordnung. Schön. Ich brauche mehr Geld. Das wäre auch in Ordnung, wenn ich das kriegen würde. Gut, egal. Wir haben das Spielmannszelt. Wir werden es auf jeden Fall bald bauen. 1500 Goldstücke brauchen wir. Ich bin natürlich gespannt, wann unsere Leute endlich mal arbeiten, um das ganze Zeug zu verkaufen, das sie jetzt produziert haben. Falls sie was produziert haben. Er hat noch ein bisschen Fischöl dabei. Kann er dann gleich ins Lager packen. Aber wo ist denn jetzt unser anderer Betrieb? Hier hinten. Oh, ich sehe manchmal nicht durch mit der Kartenführung. Eigentlich bräuchte man so eine Minimap oder sowas. So, das ist der Marktplatz. Da sind wir. Und ihr habt wenigstens schon 3 Schädellampen. Das ist gut. Die könnt ihr gut verkaufen. Dazu keine Knochenanbänder. Die brauchen noch ein bisschen. Ist in Ordnung. Ich bin entzückt, aber gerne doch. Und wir könnten uns schon mal umgucken, wie beliebt wir überhaupt sind. In den Stadtvierteln in Chalon und in Neustadt relativ beliebt. Die anderen sind alle so minderwertig. In der Vorstadt geht es auch noch einigermaßen. Ein Krieg steht bevor. Ja, wieder mal ein Krieg. Der wollte was? Jemand hat euch gelobt. Sollen sie uns loben? Sollen sie uns alle in den Himmel loben? Das ist völlig in Ordnung. Ich brauche die Kohle. Jetzt haben sie wahrscheinlich wieder Fischöl eingekauft, wa? Das Geld ist schon wieder raus. Ach Mensch, Leute. Wir müssen noch ein bisschen was verdienen, damit wir ein bisschen vorankommen. Am Anfang ist es natürlich zähflüssig. Wie in der vorherigen Folge schon erwähnt, dauert es natürlich eine Weile, bis das ein oder andere produziert ist. Und bis die Leute sich hier erweitern. Wir könnten natürlich bei den Erweiterungen auch irgendwann mal die Produktivität erhöhen. Die Frage ist natürlich, ob wir hin und wieder auch bestohlen werden. Das weiß ich natürlich nicht. Für 600. Ah, da lohnt es sich eher, einen neuen Betrieb erstmal zu kaufen. Wir können die ganzen Verbesserungen durchführen, wenn wir nachher sowieso Einfluss sammeln müssen und dann zu viel Geld haben. Das wäre möglich. Und hin und wieder sollten wir auch mal das Gebäude reparieren. Das werden wir denn heute Abend mal tun. Ich bin gerade beschäftigt. Ich weiß, dass du beschäftigt bist. Oh, das Gebäude muss auf jeden Fall repariert werden. Also müssen wir auch dafür noch Geld zurücklegen. Was kostet es denn? 201. Ach, verkauft man noch ein paar Schädellampen bitte. Hier sind schon mal 4 Stück. 2 Stück bringt er schon zum Markt, holt dann wahrscheinlich auch gleich wieder Fischöl. Hat er nicht gerade 14 Fischöl gebracht? Ist das schon wieder so schnell ausverkauft und raus? Es wird in Massen gebraucht, um das hier alles zu produzieren. Vor allem diese Lampen, guckt euch das mal an. Wahnsinn, jetzt machen sie noch Knochenarmbänder. Jemand hat euch gelobt. Ja, jemand hat mich gelobt. Wer tut das denn bitte nicht? Er holt kein neues Fischöl. Das ist ungewöhnlich. Die machen jetzt erstmal ganz viele Knochenarmbänder. Ich bin gespannt, ob er dann mit diesem Riesenschwung loszieht. Das werden wir gleich herausfinden, wenn er wieder da ist und dann wieder loszieht. Was ist los? Wir kriegen immer Nachrichten, aber ich weiß gar nicht, was die bedeuten. Das nächste Mal muss ich mal genauer hingucken. Egal. Wo waren wir? Ich wollte das beobachten. Genau. Er fährt jetzt, oder läuft, mit 7 Schädellampen und 8 Knochenarmbändern los. Dann würde ich tatsächlich irgendwann auch diese ganzen komischen Pferdekarren kaufen. Aber erst, wenn wir natürlich genügend Geld haben. Mit einem Waffenstillstand. Juhu, Waffenstillstand. Was auch immer mir das bringt. Aber schön, dass wir die Nachrichten bekommen. Ich meine, es sind ja auch geschichtliche Ereignisse, die hier so ein bisschen stattfinden und das finde ich auch gut. Und da sehen wir es. Die Dynastie Herve hat einen neuen Titel erworben. Ach so. Ja, warum wird denn sowas oben angezeigt? Ist doch völlig egal. Das habe ich mit Absicht ausgeschaltet, oder? So, hat der andere das schon verkauft? Hat er. Und hat 20 Fischöl gekauft, deswegen sind wir jetzt noch nicht so hoch, wie ich es mir erhofft habe. Ist egal, wir kaufen jetzt das Zimtzelt und stellen es, ja,
hier vorne mit hin. Na, nu bin ich ja mal gespannt. Oh, und wir sind trotzdem noch relativ weit oben mit dem Geld, ne? Da muss der andere ja auch gerade was verkauft haben. Ein neues Gebäude wurde errichtet. Umso besser, dann können wir uns hier jetzt erstmal in Ruhe umgucken in dem Zelt. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, Musik zu machen und ein Konzert zu geben. Wir werden Arbeiter einstellen. Das automatisieren. Und die kümmern sich drum. Die geben jetzt Konzerte. Ist das die Musik, die da erklingt? Ach da. Ach, wie süß. Müssen die Leute davor stehen und zuhören? Oder kriegen wir so Kohle? Währenddessen läuft Bisu vorbei. Macht mal, ich hab noch zu tun. Ansonsten könnten wir unser Spielmannstalent auch noch erhöhen und gegebenenfalls noch irgendwas weiteres machen. Vielleicht können wir das Zelt auch erweitern. Denn es gibt ja andere Betriebe, die man dann auch auf Stufe 2, Stufe 3 bringen kann. Ob das jetzt hier der Fall ist, das weiß ich nicht. Spielt lauter! Welch wunderschöne Melodie. Ja, vielleicht sind wir hier auch verkehrt. Hier sind nicht so viele Leute, aber vielleicht ziehen noch ein paar mehr hierher. Die Schergen bleiben schon mal nicht stehen, aber er blieb noch. Oh ja, ein bisschen Geld haben wir gemacht. Fehlschlag? Achso, das war jemand anders. Achso, du machst woanders Musik. Ja gut, ich meine, so kriegen wir auch Geld aus den Taschen der Leute, ne? Komm, dann kaufen wir gleich das nächste Talent. Wir hatten eh wieder Geld gerade bekommen. Und jetzt bin ich gespannt, es ist wahrscheinlich nichts dazu gekommen, oder? Ein Ständchen spielen. Plus 2 Unterhaltungskunst. Kann man das Gebäude aufwerten? Erweiterung. Gebäudezustand erhöhen. Nee, das will ich nicht. Info, Lager, Produktion. Warte mal. Wenn ich jetzt auf Bauen gehe, ich habe trotzdem das normale Spielmannszelt. Oder habe ich das jetzt nur mit den Leuten an sich, dass die eine gewisse Arbeit durchführen können? Habe ich mich jetzt versehen? Komm, wir gucken nochmal. Ein Ständchen spielen. Musik machen, Spielmannszelt, ein Konzert geben und ein Ständchen spielen wird freigeschaltet. Vielleicht kann ich das Ständchen spielen. Hört doch mal auf, mich immer anzuklicken. Ja, da musst du jetzt aber durch. Diplomatie und Politik. Bei der Religion wird es nicht sein. Romanze. Ach, guck mal hier. Benutzbar von erwachsene Familienmitglieder. Großzügig plus... Aha. Sehr interessant. Spielt ihr eigentlich auch in der Nacht? Nein, ihr habt auch Feierabend. Okay. Hätte ja sein können. Und demnächst kaufen wir dann den Beisassen. Dann können wir hier nämlich, da können wir erst ab Freiburger ran. Schade. Ach, verdammt. Aber noch ein Spielmannszelt würde ich jetzt ungern bauen. Dann würde ich doch eher auf ein ganz anderes Talent gehen. Das können wir ja schon mal kaufen mit 500 Einfluss. Das geht. Und dann gehen wir lieber noch auf die Handwerkskunst. Oder die Nahrungszubereitung? Nö. Wissenschaft. Da hätten wir Alchemie, Kräuterkunde, Prediger und Bader. Den Bader habe ich auch noch nicht probiert, dann machen wir das. Der ist ja auch noch relativ neu. So, das ist schon mal ausgegeben, das ist alles schon mal vorbereitet. Und am nächsten Tag werden wir dann, wenn wir wieder Geld haben, versuchen, unseren neuen Betrieb dort zu eröffnen. Aber zunächst aber brauchen wir den Beisassen, sonst haben wir gar nicht die Möglichkeit, so viele Betriebe zu führen. Und erst wenn wir wirklich weit gekommen sind, wir müssen ja Freibürger sein, um dann das Spielmannstalent Nummer 3 freizuschalten, Musik auf einem Podest machen. Das dauert eine Weile. Herbst 1412. Irgendeine Nachricht kam, die sah aus wie ein Handel, wahrscheinlich wieder Fernhandel, werden wir gleich herausfinden. Oh, oder auch nicht.
Fernhandelsbericht, okay. Der ist mir relativ egal. 1796 Goldstücke haben wir noch, 454 Einfluss, das reicht wieder für eine Weile. Und ihr seht das Spiel, das geht im Prinzip ganz locker, flockig voran. Hier passiert jetzt nicht so viel. Bin froh, dass wir hier vorne sind, das ist okay. Dann könnten wir im Prinzip ja in jedem einzelnen Bereich so ein Spielmannszelt mit aufbauen. Mein Problem ist jedoch, dass uns das überhaupt nichts bringt. Denn dann würden wir nur damit Geld machen und die ganzen Betriebe, die wir haben können, nur mit Spielmannszelten verbringen. Alles in Ordnung. Das Wichtigste ist es nachher, den Ansehensbonus hochzubringen, die einzelnen Talente so weit nach oben zu bringen, dass man dann eben auch die Schattenkunst beherrscht und Heimlichkeit, um die Leute dann auch wirklich kaputt zu machen. Das ist tatsächlich dann wohl wichtiger als alles andere. Sodass uns keiner erwischt, wenn wir sie kaputt machen wollen. Und wir sollten immer genügend Nachfahren haben, falls wir kaputt gemacht werden. Ach, wenn es nach mir geht, dürft ihr gerne weiterarbeiten. Da reiten die anderen. Sieht sehr interessant aus, wie die Pferde laufen. Warte mal. Schmeißen die Hufen einfach nur so weg. Ja, aber guckt euch das an. Also dafür, dass man so eine flüssige Grafik mittlerweile hat, das war ja am Anfang noch ein bisschen katastrophaler, sieht es doch echt gut aus und bietet auch eine richtig schöne Grafik, oder? Wenn man jetzt noch in die einzelnen Häuser reingucken könnte, aber das ist nicht überall möglich. Im Moment nur in den Wohnhäusern. So, wo waren wir? Da. Kann ich ins Zimtzelt reingucken? Nein, auch nicht. Schade. Hätte ja klappen können. Ja, Fuhrleute brauchen wir eigentlich gar nicht, oder? Wir haben ja keine Waren, die wir hier großartig durch die Gegend tragen, außer natürlich die Spielmannsleute, würden die Leute bestehlen und denen noch einige Dinge abnehmen, die wir dann am Markt verkaufen könnten. Das wäre cool. Warum geht das eigentlich nicht? So, wir nehmen schon mal 9 Arbeiter mit rein. Und dann sind wir zu dritt. So, und wenn das heute kein Geld bringt, dann weiß ich auch nicht. Ich will den Weisassen so schnell wie möglich haben. Und wir müssten auch mal bei der Beliebtheit gucken. Also im Moment mögen uns die anderen Dynastien gerade so noch. Also es ist weder ein Lieben noch ein Hassen, wir sind halt da. In Chalon jedoch haben wir schon mal eine relativ gute Bilanz. Dort mögen uns die Leute wesentlich mehr als in anderen Stadtteilen. Und das kann natürlich auch wieder runtergehen oder sogar richtig absinken, wenn uns die Leute dort schlecht machen. Glücklicherweise hassen sie uns noch nicht, also macht uns auch keiner schlecht. Nicht schlecht, sagt Emanuel. Fehlschlag. Das lese ich natürlich nicht gerne. Aber es kommt nach und nach Geld rein. Ihr seht es, 2091, das ist okay. Und ich sollte hier unbedingt die Gebäude reparieren. Aber ich will noch nicht. Ich habe noch so viel vor. Ich will erstmal den Beisassen haben. Ach komm, wir machen es einfach mal. Dann ist das durch. Gebäude reparieren. Dann haben wir noch das hier drüben. Die Krypta. So, dann sind die wieder fix und fest. Und alles ist gut. Und wir könnten tatsächlich jetzt auch mal eine Erweiterung vornehmen. Mal abgesehen von neuen Arbeitern, die wir dann auch gebrauchen könnten, um noch mehr zu produzieren, will ich die Produktivität nach oben bringen. Ihr werdet geachtet. Ich werde geachtet, ja, das ist auch nichts Neues. So, ein neuer Arbeiter bestätigen. Und die Produktivität. Eine Abmachung mit euch treffen. Eine Abmachung. Gebäude ausverkauft. Warte mal. Was ist das für eine Abmachung?
Ausverkauft? Was ist ausverkauft? Ratsbüttel Tierre de la Mare. Der will die Zimtgruft kaufen. Nö, kann's vergessen. Euer Handelspartner fühlt sich beleidigt. Ja, das ist mir völlig egal, ob der sich beleidigt fühlt. Hallo, der wollte mir gerade das Geld abnehmen. Also, glaubst du, ey? Der wollte mir meine Zimtgruft abnehmen. Die gehört mir. Und damit die noch ein bisschen teurer wird, werden wir jetzt noch einen weiteren Angestellten mit anstellen. So. Da hast es. Ja, und die Produktivität werde ich ja auch noch erhöhen. Dass wir dann auf 110% kommen. Die Leute sind jetzt gerade mal bei 98, 90 und 98. Und das wird auch weiter nach oben gehen. Vielleicht brauchen wir dann noch einen weiteren Tag, um den Beisassen zu erwerben. Aber wenigstens kriegen wir noch schneller Geld ran, das wir ja auch gebrauchen können, um das ein oder andere hier in die Wege zu leiten. Wie sieht es bei dir aus mit den Erfahrungspunkten? Ganz gut, du hast bald Level 4, wirst dementsprechend vielleicht Klugheit, Aufmerksamkeit oder Charisma bekommen. Und wir können natürlich auch zu Hause dafür sorgen, dass unser kleines Kind noch ein bisschen an Erfahrungspunkten gewinnt, indem es dann durch die Gegend läuft und Steine schmeißt oder Gedichte vorträgt oder sonst irgendwas. Rühmt euch eure Erfolge, geh raus und spiele, bewerbt eure Betriebe. Mit Steinen schmeißen nicht. Jage Ratten muss auch nicht sein. Produktion, Ausführung im Gebäude aktivieren. Obwohl, ich kann das auch so machen, ne? Geh raus und spiele. Ein Krieg steht bevor. So, dann muss ich das Kind jetzt noch anstellen, ne? Geht das überhaupt? Ne, geht nicht. Okay. Na gut, vielleicht ist das Kind noch nicht alt genug. Gut, neuer Titel erworben. Krieg ist egal. Geld ist wieder da. Das heißt, ich kann jetzt die Produktivität in dem anderen Betrieb zumindest schon mal erhöhen. Dann mal los. So, dann geht die schon mal weiter nach oben. Irgendwann werden wir dann auch Sicherheitsdinge mit hinzufügen. Ich brauche nicht unbedingt mehr Lagerfläche, denn so viel produzieren wir hier nicht oder werden auf Lager haben. Das ist völlig in Ordnung. Brandschutz, Verkaufsfläche und so weiter und so fort. Das ist alles egal. Wir brauchen auch nur einen Fuhrknecht. Dafür ist die Krypta einfach zu klein. Und bietet nicht genug. Ich meine, die Schädellampen sind ja ganz süß, aber weiß ich nicht. Wäre jetzt nicht so meins. Nun gut, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir den Bader als nächstes dann erlernen werden. Mit Unfreier kriegen wir das schon hin und als Freisasse sogar Bader 2. Das heißt, wir könnten die beiden auf jeden Fall schon mal fertig machen, um dann am Ende zur Medizin überzugehen. Krankenhaus, Heilerstube, das können wir damit freischalten. Ach so, man muss den Bader machen, um die Medizin zu kriegen. Und dann können wir auch später Jasminöl und Schminke sowie Fledermausblut verwenden, um Bader 2 zu nehmen. Ein Schneesturm. Jetzt? Was? Oh, da werden wir bestimmt schneller krank. Hoffentlich wird meine Frau nicht krank. Aber es sieht noch gut aus. Sie ist auch schon Stufe 5 im Gegensatz zu mir. Echt jetzt nicht, bitte. Oh, das erfreut die gar nicht, dass wir hier Werbung machen vor denen. Aber da müssen die durch als Lurch, wenn sie ein Frosch werden wollen. Juhu. Jetzt nicht. Ich bin beschäftigt. Endlich. Was geben wir dir denn? Charisma, Klugheit, Aufmerksamkeit, noch mehr Kraft, damit du dich mehr prügeln kannst? Nein, wir nehmen Charisma. Wir kriegen einen Bonus beim Feilschen. Die Fruchtbarkeit ist immer noch bei 100%, die Produktivität bei 103%. Ansehensbonus ist bei 31%, das ist gut. Das heißt, wir könnten uns wirklich irgendwann, wenn wir Bürger sind, auf ein Amt bewerben und würden vielleicht sogar genommen werden, wenn es nicht unbedingt unsere Konkurrenten sind, die uns wählen müssen. So, wir haben wieder Geld. Juhu!
Ich denke mal, am nächsten Tag werden wir auch mehr Geld machen als jetzt. Denn das war jetzt kein produktiver Tag. Ganz und gar nicht. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich freue mich drauf. Bis gleich. Abos, andere Videos. Ihr kennt das Spiel. Darf ich jetzt gehen? Danke.